Das war dieser Megakarpfen, den wir töten sollen. Mibu-Ballon der Seele. Aber ich befürchte, solange diese ganzen komischen Blitzschmeißer noch da sind, werde ich da keine so große Freude dran haben, gegen den zu kämpfen. Da sind schon wieder zwei von denen. Wow. Schmeißen die mit Bällen? Die spielen Blitzball. Wow! Die sind ziemlich gefährlich mit diesen Bällen. Wie die mit Bällen umgehen, das ist ja grotesk. Sabimaru! Leider sind die saugefährlich. Heilige Scheiße, wo soll man denn hier anfangen? Wie viele das sind! Wie viele das sind. Ah, Leber. Großartig. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hier wirklich viel hilft. Oh. Das ist völlig riesig und unübersichtlich.
Und zudem noch brandgefährlich. Jedenfalls weiß ich noch nicht, wie ich die alle ausschalten soll, ohne 30.000 Mal zu sterben. Okay, der ist jetzt erstmal eine Runde skeptisch. Eigentumballon. Ah, da oben ist jetzt wieder einer skeptisch geworden. Das wird noch einer von diesen Soldaten sein. Dementsprechend bewegen wir uns jetzt eher langsam hier durch. Sabimaru! Sabimaru! Easy! Zwei weitere weg. Da vorne sind leider immer noch zwei. Die beiden hier oben sind tot. Da hinten ist auch noch einer. Und da ist einer. Okay. Ja, mittlerweile sind wir aber schon gut welche losgeworden. Das hilft auf jeden Fall. Sabimaru! Ah. Wunderschön. So. Jetzt würde ich sagen, haben wir hier auch ein bisschen Ruhe. Die Ruhe, die wir brauchen, um hier weiterzukommen. Beziehungsweise um das hier mal alles näher erkunden zu können. Da oben geht es ja zum Beispiel auch weiter.
irgendwie zumindest. Noch weiß ich nicht wie. Da ist ja auch das Bildnis. Oder die Statue eines Bildhauers. Wir müssen nur irgendwie da hinkommen. Da vorne können wir auch noch weiter und schauen, ob da auch noch welche von diesen Gestalten lauern. Gokans Konfekt. Nicht, dass wir das noch bräuchten. Kann man hier einmal kräftig rüberspringen? No! Das war selten dämlich. Weil ich gar nicht richtig abgesprungen war. Okay, schade. Aber man muss doch irgendwie da rüberkommen. Das muss doch irgendwie gehen. Nein! Fick dich! Du Penner! Du wirst mich nicht töten! Da muss ich jetzt mal eben panisch vorwegrennen. Okay, wir können da rüber. Und dann hier irgendwie auf die nächste Ebene. Und von der Ebene aus müssten wir diesen Idioten auch auslöschen können. Ja. Nicht ganz, Waldis, nicht ganz. So, jetzt sind wir hier oben. Ich wollte gerade sagen, wo wurde ich denn entdeckt? Oh, guckt mal. Ist da ein Kopfloser? Na.
I don't even know. Okay. Oh! Nein! Nein! Eigentlich möchte ich weinen, aber ich bin stark. Ich versuche stark zu sein und ich muss es sein. Also wie ich darüber komme, weiß ich noch nicht. Für einen ganz kurzen Moment poppt da immer eine Bossleiste auf. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Da unten ist der Spast. Ja, bleibst du jetzt da stehen oder wie? Die sind echt hart am Nerven, die Viecher. Hart am Nerven. Einer von den Honks führt da einen Tanz auf. Es ist auch nur ein kleines bisschen ekelhaft, wie viele das sind. Ups.
Irgendwie kommt man auch noch da drüben rüber. Oh. 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 Ein weißer! Ein weißer Gecko! Yum, 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 yum. Yum, yum. Uah. 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 Stop it. Wir sind drüben. Wir sind drüben. Ich weiß nicht genau, was ich hier mache, aber ich find's gut, dass wir hier drüben sind. Oh! Noch so ein Kübeltyp. Ja. Etwas mit Schuppenkopf. Gefäß adliger Koremori. Lapis Lazuli, kostbarer himmelblauer Lazulit für die hochwertigsten Prothesenmodulverbesserungen. Urquell Lazulit symbolisiert Ewigkeit. Was damit geschmiedet wird, wird dank des Segens des göttlichen Drachen nicht brechen oder rosten. Module mit Lazulit übersteigen den menschlichen Intellekt und sind Schätze des göttlichen Drachen. Und ein Maskenfragment für 12 Schuppen. Das ist, by the way, dann wahrscheinlich das letzte Fragment. Ein weiteres Fragment können wir noch kaufen für 5000. Und dann kriegen wir hier noch eins. Interessant. Dann wäre also auch dieses Rätsel gelöst. Da ist nichts drin. Da können wir wieder rüber. Ich kann ja mal eben das hier aktivieren. Beim Adligen im Gefäß. Das ist auch toll. Kommen wir von hier aus auch wieder ganz hoch? Ah! Ja. Sieht so aus. Interessant, so ein Durchgang. Aber es musste ja irgendwie sowas sein. Wow. Okay. Kann ich hier rein? Nein. Toll. Thank you. Can you just stop, please? Ja. Da unten ist dieser Chichimen Warrior.
Ich weiß noch nicht so recht, wie das ausgehen soll. Das sind 5 Stück. Stärker als die anderen. Minimal vielleicht. Autsch. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden auf jeden Fall eine Aalleber fressen. Irgendwie konnte man die Blitze auch abfangen. Aber ich weiß leider nicht mehr wie. Oh Mann. Drachenquellzake. Sehr gut. Dafür finden wir auf jeden Fall Verwendung. Boah. Ganz schön anstrengend. Der sieht mich nicht, oder? Großer Sakura-Baum. Okami-Anführerin, schieß! So! Die konnte ja gar nichts. Das war merkwürdig. Aber da das ein Bossgegner ist, wird er nicht respawnen. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass wir jetzt in diesem Teich herumschwimmen können und diesen Karpfen uns vornehmen können. Ohne, dass wir hier von irgendwem behelligt werden. Da unten ist auch noch einer. Voller Geldbeutel. Da unten ist auch noch einer. Irgendwo hier ist dieser Karpfen. Okay, ich glaube, wir werden hier noch ziemlich viel herumschwimmen. Endlich, da haben wir den zweiten Fähigkeitspunkt. Der kann uns also nicht mehr genommen werden.